Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung mit eurem Dachmobil. Wo sind wir wieder gelandet? Die Begrüßung sagt es euch schon. Wir stehen mal wieder in den Niederlanden, da wir ja nicht weit zur Grenze haben. Für uns immer wieder ein beliebtes Ziel. Und gerade auch für euch, wenn ihr aus der Mitte von Nordrhein-Westfalen kommt oder auf der Durchreise seid, um die Niederlande zu erkunden, ist hier nicht weit von der Autobahn entfernt ein wunderschöner Stellplatz, nämlich der Camperplatz Kompass. Mit Liebe geführt, mit vielen schönen Details, eine Oase zum Wohlfühlen, zum Abschalten und zum Relaxen. Der Camperplatz Kompass gehört zu dem Ort Grubenforst. Er ist in gut einem Kilometer zu erreichen. In 2-3 Kilometer Entfernung haben wir dann den Hauptort, die Gemeinde Horst, beziehungsweise das Städtchen Horst. Grubenforst liegt an der Maas. Dort gibt es auch eine Maasfähre, mit der ihr übersetzen könnt, um auf der anderen Maasseite dann euch noch ein wenig die Gegend anzuschauen. Wir sind hier 7 Kilometer von Venlo entfernt. Rund um den Camperplatz gibt es viele Wander- und Fahrradwege, Knotpons und viele Themenrouten. Grubenforst ist nämlich für eine Sache bekannt, für seinen Spargel. Im Mai gibt es hier einen Spargelfest mit dem alljährlichen Spargelschälerwettbewerb. Es gibt hier im Nachbarort Lotum die Rosenroute. Wir sind hier inmitten einem Landschaftsanbaugebiet. Blaubeeren, wo du hinschaust, die kannst du hier zur Saison auch überall kaufen. Also von daher, schaut mal in das Video zur Umgebung, da haben wir euch das alles im Detail mal wieder gezeigt. So, und jetzt geht es los mit dem Stellplatz. Wir kommen an. Wir gehen mal zur Einfahrt. Kommt mit. Ihr kommt aus dieser Richtung von der Autobahn oder der Bundesstraße. Vorne ist die Bundesstraße zwischen Grubenforst und Horst und fahrt hier in diesem relativ landwirtschaftlich ruhigen Bereich, es ist hier mega ruhig, am Waldrand gelegen, fahrt ihr dann so lange die Straße entlang, bis ihr das Schild Camperplatz Kompass seht. Dort biegt ihr dann in die Einfahrt ein. Der Stellplatz ist geöffnet vom 1. März bis 1. Dezember und nur für Wohnmobile erlaubt. Ihr dürft, wenn ihr vier Beine habt, diese mitbringen, aber bitte nicht mehr als 2 Stück. Und die Hundis sind auf dem ganzen Gelände an der Leine zu führen. Aber dafür habt ihr hier in der Umgebung wunderbare Gassi-Runden und auch die ein oder andere Möglichkeit, den Hund mal laufen zu lassen. In der Nähe, wenn ihr die Straße darunter seht, gibt es einen riesen, mega großen Spielplatz. Den haben wir in dem Umgebungsvideo mal gefilmt. Wenn ihr Kinder mit habt, braucht ihr nirgendwo anders mehr hin. Die wollen da nicht mehr weg. Richtig riesig toll. Wir kommen an den Schlagbaum. Der Schlagbaum öffnet sich für Fahrzeuge jeglicher Art, wie auch für Fußgänger, automatisch in der Zeit von 7 bis 22:30 Uhr. Fahrt einfach dann aufs Gelände und sucht euch einen Platz von den insgesamt 32 Stellplätzen aus, der euch gefällt. Gehen wir mal in Richtung Gelände. Kommt! Kleine Anmerkung, wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Wir haben gerade noch ein paar Stellplätze entdeckt, die nicht in diesem Rondell liegen. Die liegen nämlich hier an der Einfahrt. Es sind 35 Stellplätze hier vorne im Einfahrtsbereich. Ja, 37. Genau, aber dort ist jetzt diese Bohlbahn und zur Not könnte man sich aber noch da vorstellen. Aber es sind 35 vollwertige Plätze. Ihr fahrt aufs Gelände, sucht euch einen Platz aus. Einmal im Kreis, rundherum, schön in der Mitte auch mit Sichtschutz für die Privatsphäre. Und auch als Windschutz gedacht. Hier zieht es nämlich ein bisschen, je nachdem. Habt ihr dann auch hier vorne schon einen liebevoll gestalteten Anmeldebereich. Ihr geht hier an diese Kiste, nehmt euch einen Umschlag heraus mit den nötigen Informationen, bitte ausfüllen, Geld hinein und bei Abfahrt in den Briefschlitz einwerfen. Das ist alles.
Was kostet der Stellplatz? Der Stellplatz kostet, wenn ihr keinen Strom benutzt, für zwei Personen und inklusive zweier Hunde 14 Euro. Im Preis enthalten ist die Entsorgung Chemie Rauwasser, das WLAN und das Frischwasser. Und für jede Person pro Nacht ein frisches Frühstücksei. Roh natürlich, weil gekocht kommen die aus den Hühnern bekanntlich nicht raus, weil der Betreiber hier Hühner hält und die eben seinen Gästen zur Verfügung stellt. Die findet ihr morgens hier in dem Körbchen. Und das heißt nicht, dass die Hühner heute faul waren, sondern die Gäste heute fleißig schon hierher gelaufen sind, um am Sonntag ein Frühstücksei zu genießen. Und ich muss euch sagen, die waren echt lecker und die sind auch noch groß. Schöne, dicke, braune Hühnereier. So, nochmal zurück zu den Preisen. Wenn ihr Strom dazu benötigt, kostet der Strom dann nicht der Strom, sondern die Übernachtung 16,50. Jede weitere Person kostet 2 Euro. Reist du alleine, bekommst du 2 Euro Nachlass. Kinder bis 5 Jahre sind gratis. Und ich habe alles gesagt. Wieso habe ich jetzt gerade gedacht, ich habe was vergessen? Ich habe nichts vergessen. Was ihr hier auch noch habt, wenn ihr herankommt, achso, der Platz ist videoüberwacht. WLAN-Code findet ihr hier am Infoboard, genau wie in dreisprachig nochmal die Erklärung der Preise. Und ein Auszug der Knotenpunkt- und Fahrradwegnetze hier, plus alles Wichtige, was ihr hier braucht. Einige Infobroschüren hier. Kastellenhorst an der Maas ist eine Fahrradkarte, kann ich empfehlen. Und dann könnt ihr hier auch frische Eier kaufen, falls euch die nicht reichen und ihr die mit nach Hause nehmen möchtet. 10 Stück für 4 Euro. Und es gibt hier auch Honig. Da wieder den Obolus für das große bzw. das kleine Glas. Das ist nämlich Lindenblütenhonig. In den Umschlag, in den Türschlitz einwerfen. Wir haben hier wirklich super faire Preise, 6 Euro und 3,50 für das kleine Glas. Und wer die Niederlande kennt, der kennt auch Jobke oder Jöpke. Diese witzigen Figürchen. Ihr könnt hier Postkarten, die laminiert sind, also nicht, also könnt ihr hier erwerben. 11 Stück für 10 Euro. Und auch die großen Bilder sind käuflich. Da haben wir hier direkt noch einen süß gemachten Bereich, wo ihr euch hinsetzen könnt, eine Büchertauschecke und ihr könnt hier die Zeitung Camper Auto mitnehmen und lesen und wieder zurückstellen. Dann haben wir hier richtig schön auch noch ein Fahrradaufladepunkt, Steckdosen, 4 Stück für eure E-Bikes, eine sechs. Sechs? Oh ja. Eine Fahrradpumpe. Und hier hinten haben wir noch einen kleinen Kräutergarten, wo ihr euch, wenn die Kräuter wieder in Blüte stehen, bedienen könnt. Und was sehe ich da? Hinter Alfred ist auch noch ein Erdbeertopf. Nicht da. Ne? Den Campingplatz, der Camperplatz Kompass, findet ihr in der Merlosebahn 7 in Grubenforst. Wir blenden das wieder unter dem Video im Text ein. Das kennt ihr ja von uns. Und jetzt zeigen wir euch einmal den Untergrund vom Platz. Grillen dürft ihr hier, bevor ich das wieder vergesse. Fahrweg ist geschottert, befestigt und verdichtet. Schlaglöcher haben wir keine gefunden. Das ist kein Schotter, das ist Kiss. Kiss, ja. Aber super verdichtet und Schlaglöcher haben wir keine gefunden. Und durch den Sandgehalt der nahen Marsdünen haben wir hier auch schon richtig festen Rasenboden. Also nicht wie, wo waren wir letzte Woche, da war es noch schlammiger an der Lahn. Und wir haben auch gestern lange draußen gesessen, ohne irgendwas auf dem Untergrund zu tun. Der Rasen ist super verdichtet und auch schon mega trocken. Von daher Keile, je nachdem, wie rum du stehst, ja, aber wir waren die Einzigen, die, glaube ich, da vorne ist noch einer mit Keile. Also der eine oder andere kommt drauf an, wie du stehst. Parzellen sind riesig, von Beginn, also des Rasens bis hier
geht. Jede Parzelle, die sind alle gleich groß. Du hast genügend Platz noch nach hinten, also auch Liner kannst du hier bequem hinstellen. Die andere Seite ist etwas länger, wie man auch sieht, mit Hänger, also gut machbar. Er verzeiht uns jetzt, glaube ich, den kleinen Schwenk auf seinen Hänger. Da habt ihr aber mal einen Blick fürs Größenverhältnis. Alle Plätze verfügen über Strom. Der Strom ist mit 6 Ampere abgesichert und dann in der erhöhten Tagespauschale für 2,50 Euro mehr, nämlich 16,50 Euro enthalten. Da hat einer ein Möhrchen verloren. Strom, ganz einfach, Deckel auf, Stecker rein. Und da ist er. Aber einschalten nicht vergessen am Mobil, ne? Wenn ihr den ausgeschaltet habt, dann kommt er nicht an. So, was müssen wir noch zeigen? Ja, da sind wir eigentlich schon bei der Entsorgung. Wir gehen dann mal zur Entsorgung. Auf der Homepage steht noch, dass es einen Fahrradverleih gibt. Da habe ich jetzt nichts von gesehen, kann man aber fragen. Und wo wir gerade dabei sind, ihr könnt hier jederzeit anrufen. Die liebe, nette Betreiberin beantwortet euch gern eure Fragen. Ich habe hier zweimal angerufen, wegen ob wir filmen dürfen und ob Platz ist. Sie ist immer direkt am Telefon gewesen und ihr könnt gerne auch während der Anfahrt hier anfragen, ob frei ist, ob es Sinn macht, dass ihr noch kommt. Sie beantwortet euch gerne. Reservieren ist nicht ganz so machbar, aber ihr könnt immer noch fragen, ob genug frei ist. Und naja, vielleicht kriegt man ja doch eine Reservierung hin, wenn man die bittet und sagt, wir kommen definitiv. Dann müsst ihr das aber auch tun. Ach, was ihr auch noch tun müsst, lasst uns doch für das Video ein Like da. Wir sind auch jetzt, wo es nicht mehr so kalt ist, natürlich für euch weiter unterwegs. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr einen der Plätze von uns, die wir euch vorstellen, schon besucht habt. Wart ihr schon mal hier am Camperplatz Kompass? Und wenn ihr einmal dabei seid und noch nicht abonniert habt, macht das doch bitte auch. Wir sind derzeit bei 84% wiederkehrende Zuschauer ohne Abo. Unsere Videos werden gut gesehen. Macht es euch einfach. Abonniert sie. Dann verpasst ihr keins. So. Dann sind wir auch schon an der Entsorgung. Hier im Ausfahrbereich haben wir einen gepflasterten Untergrund, wo 2 Bodeneinlässe sind, mit einem Sickerschacht entsprechend auf. Eine Schwarzwasserentsorgung gibt es hier leider nicht. Da hätten wir nämlich ein Problem. Das bleibt im Gitterrost hängen. Ja. Daneben haben wir auch schon die Chemietoilettenentsorgung und clever gelöst finde ich das den Müllbehälter daneben, weil wenn der ein oder andere seine Chemietoilette mit Einweghandschuhen entleert, haben wir festgestellt in Lahnstein, schmeißt die Dinger auch hinter die Station, die will ich nicht mit nach Hause nehmen. Der Mülleimer verleitet jetzt nicht dazu, hier die Handschuhe irgendwo zu entsorgen, sondern da entsprechend einzutüten. Prinzip ist einfach, zack, hoch, Duschkopf zum Spülen eurer Toilette und fertig ist die Kiste. Etwas abseits gelegen haben wir dann hier noch die Wasserversorgung, die wollte ich euch schon. Ne? Wasserversorgung könnt ihr mit Schlauch oder mit kleinen Mengen und solltet ihr keinen Behälter mit haben, eben mit der Gießkanne euch zapfen, so wie ihr es braucht, im Preis inklusive. Die Abfallentsorgung haben wir dann da hinten schön versteckt, hinter der Holzbalustrade. Ich habe gerade auch was entdeckt, da kommen unsere Freunde. Hier habt ihr einen Container für den Restmüll und eine Tonne für Glas. Also ihr braucht nur Glas zu trennen, der Rest geht in die Tüte ab in den Container. Ja, was ich noch revidieren muss, ich glaube, der Jocke, den ich so toll finde, mit den Porzellantassen und seiner Keramikaufdrucken, der wohnt hier. Das ist nämlich der Platzbetreiber, weil die Bilder nämlich auch mit Jocke unterschrieben sind. Bin ich dämlich mal wieder, ne? Man lernt nie aus. Dann Einkaufsmöglichkeiten. Ein Jan Linders ist in Grubenforst. Wer kein Rad mit hat, das könnt ihr also gut in einem halbstündigen, gemütlichen Spaziergang erreichen. Und dann geht direkt noch ein paar Schritte weiter. Die Eisdiele, ich glaube, Cremers hieße. Oder Clevers? Clever. Clever. Top, fast noch Veronique in Bell. Aber die ist richtig gut und die war gestern auch schon richtig voll. Und der hat auch noch leckeres Softeis. Plus viele andere tolle Sorten. Okay. Kurtaxe ist hier
im Entgelt enthalten. Die Region ist ja kurtaxenpflichtig, aber die Kurtaxe ist hier in dem Opus 14-1650 enthalten. Gehen wir mal zum Schluss. Und jetzt noch unser Fazit zu diesem herrlichen Kleinod. Ich würde den Platz schon als Geheimtipp bezeichnen. Ihr seid fort, nur direkt im Wald. Die Kinder vom Spielplatz hört man bis hier freudig ein bisschen reden, jauchzen. Es ist picobello sauber. Ach so, was ich gar nicht gesagt habe. Abends geht die Betreiberin immer rund und fragt auch, ob alles in Ordnung ist. Mit der gewährten Privatsphäre, aber so viel Herzlichkeit haben wir wieder mal nur in den Niederlanden entdeckt. Und vom ersten Moment an hat man gespürt, hier will man einem Urlaub machen lassen. Von daher unser Fazit, beide Daumen. Alfred muss jetzt mal das Sternchen hervorholen, sagen wir wieder, volle Punktzahl erreicht. Wir danken dir für diesen wunderbaren Platz. Wir danken euch fürs Zuschauen. Wir kommen hierhin gerne wieder und vielleicht trifft man sich hier ja mal. Wir sagen an der Stelle wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, nächste ciao. Woche kommt wieder ein Stellplatz. Ciao.